geschlafen hätte, ich immer noch den Kochmaschinen in meiner Tasche. Ich hatte ihn auf halber Strecke der Zugfahrt mit Toby wieder eingeklappt, aber er war noch vorne und wartete auf seinen Freund. Und ich hatte eine Taschenlampe, die ich mit ziemlicher Sicherheit nicht brauchen würde. Doch Porter hatte darauf bestanden, dass ich sie mitnehme. Als wir tiefer in den Wald hineinliefen, hörte ich einen der Jungs brüllen: Los, Benno!